Hallo liebe Gartenfreunde, ja, jetzt gibt es wieder den Tipp vom Pflanzenarzt und zwar diesmal habe ich hier einen Gast an meiner Seite. Hallo. Und zwar, ja, hier geht es um Kiwis und zwar um die Kiwibeere. Kannst du ein bisschen mal über deine Kiwibeere erzählen? Das heißt also, was ist das Besondere an der Kiwibeere und warum kann man das eigentlich jedem empfehlen, eine Kiwibeere anzubauen? Die Kiwibeere ist winterhart, sie schmeckt lecker, sie ist haarlos und sie ist einfach zu kultivieren. Genau, sag mal so die wichtigsten Dinge, wie kultiviere ich die? Wie, also Loch rein zu? Genau, so ungefähr. Eine Randhilfe brauche ich auf jeden Fall. Ich brauche eine männliche und eine weibliche Pflanze. Ja. Und Rhododendron-Erde oder irgendeine humose Erde im Pflanzen. Genau. Das sind die wichtigsten. Und wenn ich keine männliche und weibliche Pflanze habe, was dann? Dann habe ich keinen Ertrag. Dann hast du keinen Ertrag. Ja. Okay, also du brauchst immer männlich, weiblich, darauf muss man achten. Wie erkenne ich das, ob du männlich hast oder eine weibliche? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kiwibeere schon zu Hause habe, habe mir mal eine gekauft und weiß jetzt gar nicht, ist es eine männliche oder ist es eine weibliche? Wie kriege ich es raus? Kann man nur an der Blüte erkennen. Na, wenn die Kiwibeere blüht, erkennt man das an der Blüte. Die männliche hat nur Staubgefäße und die weibliche, die hat eben in der Mitte noch den Stempel und Fruchtknoten. Okay, und ab wann blüht meine Kiwibeere? Ungefähr ab dem zweiten bis dritten Standjahr. Okay, und was ist der Unterschied zwischen die Kiwibeere und die tropische Kiwi, die wir kennen, also diese behaarte? Die Kiwibeere ist aromatischer, sie ist eher reif. Sie ist haarlos und sie schmeckt besser. Und sie schmeckt besser. Okay. Wie komme ich an die Kiwibeere? Entweder hier in Hoppegarten direkt vorbeikommen oder dann bei uns im Onlineshop bestellen. Im Onlineshop, okay. Das verlinke ich euch dann da unten, dann den Onlineshop. Falls ihr Lust auf Kiwibeeren habt, könnt ihr einfach auf den Link gehen und dann könnt ihr euch die Kiwibeere ins Haus holen. Und wenn ihr noch Fragen habt, ich sag mal zu Kiwibeere oder irgendwas, dann könnt ihr wie immer die Kommentarfunktion nutzen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Euer Pflanzenarzt. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.